Herzlich willkommen in Finchies Welt zu einem neuen Snackcheck. Heute kommt der erste Thailand-Snackcheck. Ich hatte ja vom Bambi Plattfuß und seiner Frau ein super cooles Paket bekommen, was sie mir aus ihren Flitterwochen mitgebracht haben aus Thailand. Erstmal nochmal ein fettes Dankeschön dafür. Das ist ein riesengroßes Paket gewesen mit sämtlichen Kram. Unboxing habt ihr hoffentlich gesehen, damit ihr auch ungefähr wisst, was in den nächsten Wochen an Snackchecks auf euch zukommen. Ich fange natürlich heute mal mit etwas Harmloserem an. Denn ich habe gesehen, in diesem Snackcheck-Paket ist unter anderem diese stinke Kotzfrucht drin, diese Durian. Das kommt natürlich dann ein bisschen später. Heute fange ich mit etwas Harmloserem an. Und zwar habe ich mir zwei, naja, ich denke, es sind so Art Törtchen oder so, so kuchenmäßig irgendwie. Und zwar, keine Ahnung, wird das hier, Else Twin heißt das eine. Das sieht aus wie so Zitronen, Orangenkuchen, was auch immer, Vanille, Zitrone, irgendwas. Und in der Mitte sind so Smarty-Kugeln, zumindest stelle ich mir das vor. Es ist auch Vanille irgendwie drauf, da vorne. Das ist das eine, aber ich probiere das andere. Das sieht schon tatsächlich ein bisschen widerlicher aus, aber vielleicht ist es doch lecker. Und zwar eine Orangenschnitte oder irgendwie sowas. Das ist so eingeschweißt alles natürlich, ja, keine Ahnung, was das alles ist. Ich fange erstmal an mit diesem Else Twin Teil hier vorne. Ich möchte keine Zeit verlieren heute. Geraschelt vom Mikrofon. Okay, das riecht gar nicht mal so ungeil. Erinnert mich sehr an diese, oh mein Gott. Es gibt ja solche Biskuitrollen so ein bisschen. So ähnlich riecht das. Keine Ahnung, ob es das so schmeckt. Ich hole das ganze Teil mal raus. Okay, es ist kleiner als ich dachte. Es ist nur so eine Schnitte irgendwie. Aber ich würde sagen, wir probieren mal. Gott, ich wollte schon reinbeißen, ohne zu sagen, wir probieren mal. Das ist ein bisschen trocken. Aber tatsächlich, in der Mitte, kann man das vielleicht erkennen. Keine Ahnung, ob die Kamera scharf gestellt hat oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall in der Mitte wirklich so eine Quarkcreme drin. Wie heißt das? Else Twin. Twin Brand Vanilla Sponge Cake with Cream and Custard. Irgendwas. Ja, cool. Ich dachte, da wären Smarties drin. Das sah so aus, aber das soll diesen Quark-Creme-Dönens andeuten. Das war jetzt voll winzig. Ich glaube, das ist das erste Mal. Meine Tochter würde sagen, Papa, man darf nicht mit vollem Mund sprechen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich in einem Snackcheck was komplett aufgegessen habe. Also klein war. Ich muss aber sagen, ich habe ein bisschen Hunger. Das ist immer sehr tödlich, wenn ich hier unten sitze und sehe diese Snackcheck-Sachen, die ich ja noch so vorbereitet rumliegen habe und habe Hunger. Manchmal habe ich dann keinen Bock mehr, noch was aufzunehmen. Aber heute habe ich gedacht, ach komm, das kannst du nicht bringen. Mach die Kamera an und probier es zumindest vor der Kamera. Naja, okay, wir machen das nächste auf. Es ist so ähnlich wie diese Rolle von gerade eben. Es riecht voll nach Orange. Boah, krass, ich mag Orange. Wenn ich mir, ich esse auch gerne diese Gelee-Früchte und sowas. Das ist immer Orange, ist immer am besten. Oder nimm zwei Bonbons, immer Orange. Zitrone will niemand haben. Wer isst überhaupt jemand gerne Zitrone von euch? Zitrone bleibt doch immer übrig. Bei nimm zwei Soft, diese Dinger. Die dunklen sind immer weg und gelb bleibt immer übrig. Aber in den Tüten sind immer die meisten, die da drin sind, sind immer gelbe. Es ist, glaube ich, die Hälfte ist gelb und die andere Hälfte ist dann die anderen drei Farben. Das, kurios, oder? Ist das euch auch schon mal aufgefallen? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob ich einfach nur bescheuert bin oder irgendwie schizophren oder so, oder ob das wirklich so ist. Wir probieren jetzt dieses Teil. Das ist, ich komme ein bisschen näher. Okay, es ist sehr klebrig. Boah, krass, das riecht echt voll extrem. Achtung. Okay, wirklich so ein kleiner Kuchen. Ist auch nicht so trocken wie das davor. Das schmeckt echt gut. Das schmeckt wirklich wie diese Gelee-Früchte, diese Orangen da. Stuhl. Aber geil. Das schmeckt mir gut. Bambi, hol mir noch sowas. Das werde ich auf jeden Fall jetzt noch mit zwei Bissen zu Ende essen. Krass, ja, sehr lecker. Das war ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich hatte gedacht, er hat mir am Anfang angekündigt, dass er mal viele ekelhafte Sachen reingepackt hat. Ich hatte schon Angst, dass alles nur eklig ist. Aber das sieht eigentlich ganz, ganz gut aus, die meisten Sachen, muss ich ja sagen. Und das hier schmeckt tatsächlich sehr gut. Also das hier würde ich nicht nochmal holen. Dieses Else-Zeug, das ist mir zu trocken gewesen. Aber das hier ist eigentlich ziemlich geil. Thailand Snackcheck Nummer 1 überlebt. Yeah. Alles klar. Vielleicht finde ich das ja bei Amazon, dann könnte ich das euch in die Videobeschreibung packen, als Amazon-Link, wobei es mit Sicherheit, wenn ich es finde, relativ teuer ist. Von daher, guckt einfach mal,
Seht ihr selbst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.